Yo Leute und willkommen zurück zu Pokémon Hard Gold, der Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir haben im letzten Part die Arena hier von Fuchsania City gemacht und leider Gottes ist unser Hippoteros dabei draufgegangen, wegen den Smogmog und seiner Explosion. Und natürlich, dadurch, dass er mich vorher vergiftet hat, hat das Gift mir den Rest gegeben und ja, stattdessen ist jetzt endlich, nach sehr langer Zeit, mal das Gary drinne, unser Gastrodon. Es ist irgendwie schon eigentlich ein Meme geworden im Laufe des Let's Plays, weil ich es schon so oft vorhatte mitzunehmen, da habe ich es doch wieder weggetan, habe ich es wieder mitgenommen, wieder weggetan und jetzt ist es endlich im Team und ja, Sturmsock hat es auf jeden Fall und das ist schon mal sehr gut, weil es eine Wasserimmunität ist und ja, dann hatte Surfer, Erdkräfte und Body Slam. Erdkräfte musste ich durch meine Tams beibringen. Ich weiß nicht, ob es das von Level noch selber erlernen würde irgendwann. Auf jeden Fall hat es das bis jetzt nicht getan. Und deswegen dachte ich, komm, gebe ich einfach die TM, was auch immer. Und Surfer konnte es zum Glück erlernen, ist besser als Lehmbrühe. Und ja, ich würde sagen, wir sind hier unten eigentlich so weit durch. Deswegen, ich kann die Route da rechts von mir aus machen, aber eigentlich habe ich da nicht wirklich Bock drauf. Deswegen fliege ich einfach nach Saffronia City und mache den Shit halt weiter, den ich machen muss. Ich glaube, wir müssen als erstes erstmal nach Lavandia und da die Quest triggern. Bin ich mir nicht sicher, aber wir gehen trotzdem einmal nach Lavandia. Ja, und wir können Carbis von der ersten Stelle wegnehmen. Einfach, weil es halt schon 56 ist und so und das reicht. Und natürlich können wir da unsere Gastrodon mal den Auftritt geben. Und Mensch, du bist ziemlich schnell für eine Nacktschnecke. Aber na gut. Okay, dann zeig uns mal, was du drauf hast. Wir repräsentieren die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto. Eine wird dich erledigen, wir mit Lynx. Okay, viel Spaß. Okay. Ich verstehe schon. Ändert aber nichts daran, dass ich drinnen bleibe. Als ob ihr alle Schutzschild hättet. Bitte. Okay, Double Protect. So willst du mich also besiegen. Interessant. Glut. Ist das dein fucking Ernst? Glut. Alter. Danke. Das sieht mir danach ein Angriff aus. Hab halt leider keinen Eisstrahl, kann ich auch nichts für. Und Feuerodem, okay. Schön, dass du mir dein ganzes Moveset zeigst. Und das war ein Crit. Natürlich, jetzt kommt die Para. Bin ja nicht schon langsam genug. Oder so ähnlich. Und ein Golking, yay. Ja, in erster Linie möchte ich mich da doch ganz erstmal aufheilen. Dann werde ich einen Hyperheiler geben und dann werde ich weiterkämpfen, weil auf Level 40 soll die Gold King keinen Hornbogen beherrschen. Und mal abgesehen davon hat es eine Genauigkeit von 15 gegen mich. Das heißt nicht, dass es nicht treffen kann, aber. Ja, ne? Süßer Dreschflegel. Für diejenigen, die das nicht wissen, Dreschflegel macht mehr Schaden, je weniger KP der Anwender hat. Also wenn dieses Gold King beispielsweise noch 1 KP hat, hat Dreschflegel eine Stärke von 200. Ernsthaft, Sturmsock ist hier noch so dumm? Ich dachte, ich habe eine Wasserimmunität. Wow, dann ist die Fähigkeit hier ja noch genauso dumm wie in Gen 3. Ich ziehe die Wasserattacken an, aber ich werde trotzdem von getroffen. Ja, leck mich doch. Das ist ja schon fast genauso gut wie Voltenso mit seinem Voltabsorber. Nicht Voltabsorber, sondern sein hier Blitzfänger. Hey, ich sehe die Elektroattacken an, aber ich krieg sie ab. Huhu, bumm, tot, Arschloch. Ja, was auch immer. Scheiß Doppelkampffähigkeiten. Niemand mag dich. Euch, was auch immer. Okay, Knackrack, hi. Brutalanda, Golking, Knackrack. Willst du mich eigentlich verarschen? Schlitzer, okay. Das war ein Crit. Cool. So. Ich mag den Trainer nicht.
Okay. Und ein Litter King. Joa, hallo erstmal. Ich weiß noch nicht, ob sie es wussten. Angeberei. Okay. Und ich komme durch. Surfer trifft. Sehr schön. Wäre irgendwie merkwürdig, wenn Surfer nicht treffen würde, aber na gut. Okay. Ich bleibe einfach drin und drücke nochmal Surfer. Ich weiß, ich bin verwirrt. Bin ich mal verwirrt? Okay, never mind. Und tschüss. Und er wird diese Runde sowieso faulenzen. Und ja. Und ich glaube sowieso, dass er eigentlich Konter drücken wollte. Und das hätte mich sowieso nicht getroffen. Aber na gut. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung angenommen, Arschloch. Okay, nächster. Das Ordnungsamt hat unseren Tunnelfahrzeug schütten lassen. Oh, das war... Das macht mich ganz rasend. Trotzdem steht das Gebäude noch, obwohl der Fahrt zugeschüttet ist. Aber ja. Da habe ich noch nie verstanden, warum da überhaupt zu ist. Ich meine, in Gold und Silber und Kristall, okay, wegen Platzmangel von Daten und sowas. Bisschen Verständnis für, ja. Aber in Remake auch? Hä? Aber na gut. Und apropos, was ich meinte, dass wir ja in jedem Part eine Arena machen könnten. In diesem Part werden wir das nicht schaffen, einfach weil wir jetzt ein bisschen was machen müssen, um in der Azuria Arena reinzukommen. Aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem schon die Hälfte aller Kanto Arenen. Das geht fucking schnell, Alter. Na gut. Und Wirbelwind. Was auch immer. Willst du mich verarschen? Von allen Pokémon, die hätten reinkommen können, kommst du rein? Tschüss. Du hast keine Pflanzenattacke abbekommen. Okay. Tschüss, Tropius. Und nächster. Für den brauche ich mich jetzt nicht auffallen, habe eigentlich noch genug KP. Wir sind die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto, nimm dich in Acht. Ich dachte, ihr repräsentiert sie nur, nicht, dass ihr sie seid. Aber na gut. Okay. Lustig, dass du aber auch wieder einen Gold King hast. Vorhinschlag. Oh mein Gott, das tut so weh. Nicht diese 6 KP pro Hit. Alter. Junge. Was von 18 KP, die du mir abgezogen hast. Ha. Huh. Ja genau, der Wasserring, der rettet dich jetzt. Okay, ja, tschüss. Okay, Angriff plus 3, was auch immer. Wow, wir haben fast mehr Angriff, also fast gleich viel Angriff wie Spezialangriff. Ich weiß nicht, wie die Base-Werte von dem Angriff von Gastrolon aussehen. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass es mehr Spezialangriff haben sollte. Also ein bisschen sehr viel mehr und so. Level 44, ich weiß nicht, ob das Ding Schallwelle kann. Und vor Boomburst brauche ich mir keine Sorgen machen, das gibt's hier noch nicht. Aber gut, drücken wir ein paar Erdkräfte und gucken, was passiert oder so. Also Knirscher haben wir schon gesehen, aber, ne? Als ob ich es fast gewone-hitted hätte. Super Schall! Und es trifft auch noch. Okay, Gegner, NPC, was auch immer, trifft immer, aber, hä? Okay, dann gehen wir einfach in Stinkbombe raus. Okay, Kreideschrei, das mag ich nicht. Und Puff, tschüss. Ah ja, stimmt, wir können auf dieser Route hier auch wieder einen Encounter fangen. Irgendwie blende ich das mittlerweile schon ganz aus, einfach weil
Keine Ahnung, wir haben so viele Pokémon auf der Box. Hitzekoller, Alter. Na gut, ich habe jetzt kein Pokémon, was es unbedingt könnte, also brauchen würde, wie auch immer. So, dann gucken wir mal, was für ein Encounter wir hier auf dieser Route fangen können. Und es ist ein Lampi. Ja, das ist schon ganz nett. Und mit ganz nett meine ich, das ist schon ziemlich cool. Okay, dann schmeißen wir mal einen Hyperball. Okay. Yay, Lampi wurde gefangen. Ja, es ist ein Angler. Wow. Ja, keine Ahnung. Hi, Angelino. Sehr kreativer Name, ich weiß, danke. Ja, was auch immer. Aber ich habe ja schon erwähnt, dadurch, dass ich echt keinen Namen mehr habe im Kopf, benenne ich sie einfach nach dem Erstbesten, was mir einfällt. Und Luxio wäre auch ziemlich cool. Aber na gut. Wir haben jetzt andere Pokémon. Oder so. Du bist entkommen. Ey, ich bin schneller als ein Pokémon wie das. Ja, in denen es einfach fast 40 Level niedriger ist, aber na gut. Wie viel Speed hast du eigentlich? 64. Alter! Das ist arschlangsam. Aber na gut. Nein, du bist auch nicht sehr viel schneller. Immerhin habt ihr anderen alle über 100. Na gut. Gehen wir hier raus und gehen weiter Richtung Lavandia. Uhu. Die Stadt der Träume. Irgendwie nicht wirklich, aber na gut. Ich will dich mitmachen. Toll, du hast aber viele Orden. Ja, 12 Stück, um genau zu sein. Aber gut. Ein Krupuk. Yay. Versuchen wir auch mal, Feuersturm anzugreifen. Warum nicht? Wäre es irgendwie richtig Karma gewesen, wenn ich damit verfehlen würde. Ja, na gut. Ja, ist zum Glück ein One-Hit. Ich glaube, die Flammenwurf hätte nicht ganz gekillt, weil Krupuk ist doch ziemlich bulky. Aber na gut. Da ging ich raus in den Skuntank. Okay. Angeberei ist nicht nett. Okay, Nachthieb Crit, sehr schön. Tschüss. Und ein Gewaldroh. Huh. Dafür wäre jetzt ein Gift-Tip ganz nett, aber na gut, habe ich halt nicht. Und ich drücke trotzdem weiter Nachthieb einfach, weil. Keine Ahnung. Irgendwie finde ich Flammenwurf auf Skuntank irgendwie so. Als ob es nicht stark wäre. Also. Logisch ist es nicht stark, weil es kein Step ist, aber irgendwie allgemein. Es hat ja auch weniger Spezialangriff als Angriff. Und beide Angriffswerte von Skuntank sind nicht gut. Ja, ich habe jetzt trotzdem Flammenwurf eingesetzt, aber der Range killt es auf jeden Fall. Okay, nächster Trainer. Nein, habe ich nicht oder so. Okay, Ramaidon. Ich hasse Ramaidons. Aus folgendem Grund, sie sind stark. Aber okay, ich bin schneller, kann Surfer drücken und es sollte eigentlich tot sein, weil es ist halt ein Surfer. Und das ist ein Ramaidon. Und ich bin Magma. Ich habe einen guten Spezialangriff, will ich damit sagen. Und ja, gut, Ramaidon ist tot. Sehr schön. Und wir hatten solche Momente schon mal, glaube ich. Ich glaube schon zweimal. Dann war es jetzt das dritte Mal sogar. Egal. Und oh mein Gott, Mew taucht auf. Nein, taucht es nicht. Ja. So, erstmal Pokémon auffüllen.
So. Okay, gehen wir aber erstmal da rein und quatschen mit den Typen. Okay. Ich weiß nicht, ob man vorher mit ihnen reden muss. Keine Ahnung. Ich hab's einfach jetzt getan. Gary fliegen. Ich meine, hey. Erst haben wir mit einem Nilpferd Fliegen eingesetzt. Und jetzt machen wir es mit einer Nacktschnecke. Das sind so Pokémon, die sollten definitiv fliegen können. Ja, was auch immer. So, dann können wir jetzt nämlich nach Azuria City, müssen dann ins Kraftwerk, da die Quest weiter triggern, müssen dann in die Azuria City Arena und den Schwimmreif da holen. Und ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob ich erst den Team Rocket Typen dann besiegen muss und dann kann ich erst den Schwimmreif holen. Keine Ahnung, ist auch gerade Wumpitz. Naja, wir müssen nach rechts. Definitiv sind wir jetzt einmal in Azuria City gewesen. Und, warte mal, wir sind noch hier auf einer anderen Route. Bin ich denn doof? Können wir ein Pokémon holen? Ja, Route 5, so. Was habe ich denn hier Schönes? Ein Rattan. Ja, okay, Arbok ist jetzt... Zum Late Game sollte Arbok jetzt auch nicht so schlecht sein. Nehmen wir es einfach mal mit. Komm schon, ernsthaft. So. Para hin oder her, gehe ich halt gleich nochmal ins Pokémon Center, wie auch immer. So. So, und ja, ich möchte den Spitznamen geben. Und zwar einen ganz lustigen, weil ich bin halt heute lustig drauf. Hahaha. Poison. Ja, okay, so, richtig. Okay. Müsst ihr natürlich rückwärts lesen, weil das ist. Ist halt der Rattan-Gag irgendwie. Ich meine, Rattan selbst ist der Gag. Lies mal Rattan rückwärts oder Arbok rückwärts. Aber na gut. Ach ja, und nachdem ich das Kraftwerk gemacht habe, muss ich ja nach oben noch längst gehen und die ganzen Trainer besiegen, um Misty in die Arena zu holen. Alter, wird das alles anstrengend. Naja, egal. Aber ich glaube, nach diesem Part mache ich für heute auch erstmal Schluss, weil langsam habe ich keine Lust mehr aufzunehmen. Yay, oder so. Keine Ahnung. Ich meine, wie viele Parts habe ich jetzt aufgenommen? 5 oder 6. Und wie ich schon am ersten Part erwähnt habe, es ist das lange Osterwochenende. So, meine Güte. Ich habe noch ein paar Tage mehr Zeit zum Aufnehmen. Und ja, was auch immer. Hi. Wow, als ob sie mich da nicht sehen würde. Na gut. Die Leute sollten ihr Müll nicht hier liegen lassen. Ja, und was machst du hier? Oh, ich verstehe schon, man hat dich hier liegen lassen. Oh, oder so ähnlich. Ein Inkognito! Ist das dein scheiß Ernst? Ja. Finte! Quatsch! Jetzt kommt er mit Stärke 70, Kraftreserve Wasser an. Oder so ähnlich. Oder stirbt einfach. Von mir ist auch das. Und, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, meinte ich. Oh, das sehe ich ja ganz, ganz gerne. Ich meine, lecker, 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 Erfahrungspunkte. Oder so ähnlich. Ich meine, hey, Finte. Das tut, denke ich mal, ein bisschen weh. Ist schließlich physisch. Und hast halt ja gerade keine EVs in Death. Und deswegen hat es nur 10 Base Death. Und es ist einfach One-Hit durch eine Finte. Ich meine, es war ein Crit, okay, aber trotzdem. Ja, scheiße, ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Erfahrungspunkte, aber das war ein gutes Stück, was ich gerade bekommen habe. Ja. Neue Route. Vergesst das doch nicht immer, Zack.
Okay, Encounter ist ein Zubat. Ja, warum nicht? Okay. Hyperball und go. Yay, Zubat wurde gefangen. So, und ich werde das Zubat übrigens auch nur dann ins Team nehmen, wenn es auch fliegen kann. Ich meine, was soll ich mit dem Zubat nun fliegen? Ach scheiße, ich habe das P vergessen. Egal, es sollte eigentlich Flappy Mouse heißen. Egal. Dann heißt es jetzt Flay Mouse. Das hört sich bescheuert an. Egal. Weiter geht's. Ich bin hier, um den Felstunnel zu erforschen. Dann bist du hier falsch. Du bist noch nicht mal Felstunnel. Fucking Stefan. Wer schreibt Stefan mit Doppel-F? Alter. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich heiße Stefan. Und ich werde nur mit einem F geschrieben, so wie es sich gehört. Okay. Was auch immer. Und ein Frostetier. Ja gut. Passt beides. Sollte beides tot sein durch meine feurige Feuerkraft des Feuers. Dinge. Ja, und tschüss. Und hi und tschüss. Was auch immer. Und Level 56 für Döner. Ja. Bis auf die Death lassen sich seine Werte definitiv sehen. Okay. Dann heißt es Magma, tschüss von der ersten Stelle und hallo Stinkbombe. Stinkbombe heißt, dass ich keine wilden Pokémon mehr finden werde, oder was? Na, dann eigentlich werde ich trotzdem noch welche finden, aber naja. So, ich habe keine Ahnung, was das für ein Item eigentlich im Original ist, weil ich habe es nie aufgesammelt. Was habe ich hier als Zerschneider mitnehmen würde? Egal, ein Fokusband, so. Toll, oder so. Und ja, auf den Wanderradar habe ich jetzt keinen Bock. TM15 Herdnäher. Das ist doch die Attacke, worauf ich gewartet habe. Na gut. Problem ist nur, genauso wie es auch damals schon war, hier ist zwar ein Pokémon Center, aber man kann hier nicht herfliegen. Warum auch immer. Oh, neue Route. Boah, zum Glück habe ich das gerade noch so gesehen. Brauche ich nicht fangen, beziehungsweise darf ich nicht fangen, weil ich einen Dick da habe. Dementsprechend, weiter geht's. Und es hat keinen Ausweg bloß. Okay, sehr schön. Mal gucken, was hier auf dem Gras ist. Na komm. Ah ja, richtig. Kaum wilde Pokémon wegen Skuntank. Da war ja was. Brauche ich auch nicht fangen, weil ich es habe. Beziehungsweise ich habe einen Staravia, aber, ne? Komm schon. Irgendetwas, was ich noch nicht habe. Was ich noch nicht habe, liebes Spiel. Okay. Dann werde ich wohl gleich meine Angel auspacken müssen und hier einmal kurz angeln. Na gut. Oh. Ja. Okay, ich glaube, das ist dann wohl auch dieser Zeitpunkt, wo ich einfach mal sagen würde, der Part ist hiermit beendet. Ich werde dann im nächsten Part den Encounter holen. Und ja. Wenn euch der Part gefallen hat, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, Leute, und ciao.